Weiter geht's mit Eternal Light. Nochmal sorry dafür, dass die letzten Tage nichts kam. Dafür geht's jetzt wieder fleißig weiter. Und heute bauen wir uns neue Werkzeuge und bereiten schon mal das ME-System vor. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Ach, wir mussten noch diese Crystals machen. Ja, super geil. Welche Crystals? Die dann nochmal reifen müssen. Charge, zertes Quarz, Nether Quarz und Redstone Dust. Oh nein, oh stimmt. Oh fuck. Ja, aber trotzdem wäre es cool, wenn wir ein bisschen Charge Zertus Quarz auch hätten, ne? Ja, das stimmt. Krass, wir haben 14 Zertus Quarz Kristalle, aber kein Charged. Können wir einen Charger bauen? Echt nicht? Keinen einzigen Charge? Doch. Ich habe auf jeden Fall einen hellen gehabt. 100 pro. Also einer, der geglitzert hat. Und das sind ja die Charged, oder nicht? Jojo. Da war auf jeden Fall einer bei. Wollen wir denn Windenergie oder sowas machen? Haben wir überhaupt Dingens drauf? Was? Immersive Engineering? Ja, yeah, das ist drauf. Okay, davon cool. Sind ja die Hempseeds und sowas. Ach ja, richtig. Ja, der Builder ist halt noch nicht so krass. Aber mal angenommen, den würde man jetzt ein paar Tage laufen lassen, dann wäre der schon echt übelst. Wir haben ja oben noch ein bisschen Holz. Und dann würde ich mal kurz... Wie hast du denn diese Small Storage Crates gemacht? Was brauchst du dafür? Weißt du eigentlich nur Holz. Okay, dann gehe ich nämlich mal runter und mache mir welche hier für Pumps. Also wenn du einfach ein bisschen Rohholz mitnimmst, dann kannst du einfach ballern, ja, glaube ich. Also wir müssen jetzt nochmal runtergehen und ein paar gechargte Sachen holen. Aber eigentlich ist so eine Höhle geiler, ne? Ja, wir haben ja aber hier in der Nähe, glaube ich, eine, wenn mich nicht alles täuscht. Ich repariere mal meine Pickaxe. Oder wir gehen in den Nether und holen damit jetzt Ardite und Kobalt und machen dann damit vernünftiges oder das Werkzeug. Oder das, ja. Oh, auch von Tinkers. Das heißt, wir haben komplett andere Materialien noch am Start. Bin gespannt. Mhm. Warum bellt er wie ein Hund? Warum bellt er wie ein Pferd? Ist das ein Pferdgeist? Wahrscheinlich. Ah, hier, es steht sogar. Tiberium. Oh, stimmt, da explodiert manchmal was. Jo. Aber ich habe jetzt 100 Stück, sollte reichen. Tiberium? Jo. Ah ja. Das ist von Command & Conquer, glaube ich, ne? Ich habe fast ein Deck Quarz. Mining Level Obsidian, das heißt, so, Obsidian am Start. Soll ich hier hoch? Perfekt. Aber das muss ich doch nicht schmelzen, oder? Das muss ich doch zusammencraften, glaube ich, mit dem Ding, oder? Eternal braucht unglaublich viel Arbeitsspeicher. Aber Curse kann nur bis zu 12 GB zuweisen, habe ich gesehen, ne? Ja, ja. Ja, mehr brauchst du auch gar nicht. Ja, musst du einfach zusammencraften. Ah, ne, warte, in der Toolstation. Also in dem Part Builder mit dem Shaping Kit. Okay. Ah ja, jetzt ist das Level Kobalt, ne? Krass. Mhm. Genau. Mehr als 5 GB kann Java wohl eh nicht verarbeiten. Ah, deswegen. Okay. Ja, Kobalt. Neues. Huch. Geh ich mal schlafen. Ja, besser ist das. Könnte gefährlich werden sonst. Oh ja, die schießen. Wer schießt? Diese... Riesenviecher da mit den Kanonen oben auf dem Rücken. Oh. Die haben 600 HP, muss los. Hilfe! No! Oh, der ist enchanted, mit dem kannst du dich rechtsklick zum Grab teleportieren. Echt jetzt? Oh lol! Wie cool ist das denn? Voll der Cheat, Alter. Wie einfach der Feuerball viel besser aussieht wie in Vanilla, ey. Wie im Original. Guckt euch diesen Feuerball an, Junge. Hä, der muss zweimal treffen? Krass, okay. Du kannst in dem Modpack durch Mechanism Zertus Quartz Crystal in Rich Factory zu pure Zertus Quartz Crystal machen und damit alles craften. Ja, Jason Brown, aber für Mechanism brauche ich einen Wither. Richtig. Weißt du, auf welcher Höhe Charge Zertus Quartz Crystals generiert werden? Warte, ich guck nach.
Auf Höhe 36 bis 40 hast du 0,01%ige Chance, dass das generiert. 36 bis 40, okay. Ich habe gerade einen Villager gehört. Kann doch gar nicht sein, oder? Na, man weiß es nicht. LOL! Was passiert? Wie gesagt, sollten wir andere Effekte noch auf der Pickaxe oder so haben wollen, können wir das auch noch machen. Nachher wäre auch noch cool, wenn man Obsidian-Kits drauf macht, dann kriegt man halt unendlich Haltbarkeit. Buch machen von Tinker würde auch gehen, theoretisch. Aber ich weiß nicht, ob das damit drin ist. Weil das ja ein Add-on ist. Zertus-Quarz. Und es ist nicht charged. Shit. Nein. Ah. Ärgerlich. Ach Mist, jetzt mach ich Manillium. So viel wollte ich gar nicht machen. Ist egal, jetzt habe ich viel. Das ist eigentlich nur für Waffengut. Manulin heißt das, ne? Ja, ja. Manulin. Ich wollte einen Koboldkopf machen und Ada hat anderes Zeug. Da, okay. Da ist charged, aber das ist super weit weg, oh Gott. Ich brauche nur einen. Aber hier ist so krass viel gerade. Ach, eine Shepherd Crate ist das. Okay, nee, die brauchen wir nicht. Da ist noch ein Charged. Brauchst du wirklich nur einen? Dann komme ich jetzt erstmal zurück. Wir kommen erstmal zurück, alles gut. Okay. Gut. Aber ich gehe hier erstmal meinen gleich, weil ich habe hier noch einiges gefunden. Ah, hier Prosperity, nehme ich mit. Ah, meinst du? Ist ja eine Menge. Oh nein, Tisch hoch. Och Mann, ey. Doch nicht mehr jetzt. Lange genug ausgeruht. Ich bin gerade rumgelaufen da hinten. So, wie gesagt, wir können nachher die Sachen noch modifizieren. Ne? Das ist ein Archaeologist. Was war der falsch? Der Gunpowder und gibt uns Emeralds. Der war doch Charge, oder nicht? Ach ne, hier sind die Charge. Oh, okay, ich habe mich vertan. Ja, ich habe dir beides zugeschmissen. Unnatural. Gott, dann brauchte, ich brauchte doch zwei. Glück gehabt. Ne, gar nicht. Da kamen eh zwei raus. Also eine hätte gereicht. Was ist denn die Taste für den Backpack? Sag mal. Ich habe da F draufgelegt, aber das ist nicht die Standardtaste. Jo. Aua. Ich hoffe, der weiß auch, wie Cast entstanden ist. Bauschlampe. Genau. Wenn man nicht weiß, was es ist, könnte man jetzt mega Clip draus machen. So, ja, dich beleidigt. Was ist da los? Hi. So, hallo. Guten Hast Abend. Du jetzt Eisen? Ja, ja, danke schön. Eisen ist am Start. Ah, hier deine Pickaxe. Und ist ja nicht so, dass Heiko und ich ein Buch geschrieben haben. Er entstand, indem man ihn gecastet hat. Quasi. Sogar fast richtig. Stimmt, aber früher hieß er noch anders. Und zusammen haben wir dieses wunderschöne Buch geschrieben. Jetzt kaufen auf Amazon. Einfach auf so ein Buch klicken. Oh, warte, das kann ich auch. Warte. Zusammen haben sie dieses tolle Buch geschrieben. Oh ja, das ultimative Mods-Buch. Sehr dick übrigens. Ich glaube, an die 500 Seiten, meine ich. Warte mal, ich gucke. Ja, übertreibt man nicht, sind nur 480, ne? Ja, da gibt's aber noch ein Bonuskapitel. Was? Das ist quasi im, kann man runterladen. Und guckt euch mal das cute Bild an. Das war sehr spontan, muss ich sagen. Sehr süß, auf jeden Fall. Da sind wir nach Bonn gefahren. Da sieht Carsten noch aus wie ein Baby. Ja. Jetzt, wo der Bart ab ist, passt das Bild wieder, ne? Stimmt. Ich finde, man kann überhaupt nicht sagen, ob irgendjemand, einer der besten deutschsprachigen Spieler im... Leute, also, sorry. Warum hast denn du die Kiste hier aufgelassen? Oh, weiß ich nicht. Nee, kann man auch nicht sagen. Also, der eine hat mehr Vanilla-Wissen, der andere hat mehr das Wissen. Und das ist halt auch immer so, was für ein Image du nach außen zeigst. Ich habe übrigens Arrow of Gravity, Arrow of Poison gefunden, Endersight, Splash Potion of Haste, Splash Potion of Poison Resistance. Und ich habe einen Amethyst gefunden. Oh. Voll die Flaschenfrau. Bester Kommentar. Halbnackt Livestream bringt halt mehr Viewer als Minecraft. Stimmt. Obwohl halbnackt alles Stream bringt mehr als alles andere.
Was sind das denn hier für hässliche Blumen? Kaputt machen? Nein, Spaß. Haben wir, gibt es nicht irgendwie für die auch... Ja, gibt es. Ja, du weißt, was ich meine, oder? Können auch Gartenklotches bauen. Komm mal hoch. Ja, Gartenklotches. Bitte 500 Stück, damit es richtig schön leckt. Guck in die Kiste. Bereit? Da ist nichts. Ja. Hä? Was? Hä? Wie? Zauberei! Okay, Akkus alle. Hat jetzt die ganze Zeit aufgeladen und das kam jetzt dabei rum. Ah, der Bilder. Aber dafür nicht schlecht für mal kurz angemacht, oder? Ja, das stimmt. Papier haben wir unten quasi in Rohform. Also ich hab ein bisschen Sugarcane. Ich kann dir Papier herstellen. In Rohform. In einem Buch. Heute ist der Tisch wieder schlimm. Huh. Huhu. Die Huhu-Lights. Wenig Durability, ne? Aber wir haben ordentlich... Können auf jeden Fall sehr schnell hauen. Haben wir mal einen, wo wir das testen können? Vanilla mit Shadern zu spielen, ist halt echt schön. Ja, das stimmt. Das weil du Bock. Sonst keine Highlights hast, sag ich jetzt mal so an anderen Sachen oder so, sondern einfach ein paar Shader reinklatscht. Also ich brauche mal irgendwo ein Wasserloch. Pack da jetzt die Fluxseeds mal rein. Ja. Dauert halt nur ewig. Ah ja, hier ein Rapier, wenn du den benutzen möchtest. Der ist natürlich noch nicht aufgelevelt. Danke. Aber irgendwann ist der aufgelevelt. Aber wenn wir zwei Engineering-Prozessoren bauen... Oh, ist was explodiert? Schon wieder was explodiert? Dann machen wir schon mal den guten, dann kann man da mehr reintun. Passt auf, zack. Dann brauchen wir noch zwei Hopperle. Ach. Kiste. Hopper, da sind die beiden Kerne. Dann können wir hier einmal den Advance bauen. Voll gut. Wo ist der hin? Ach, da oben, lol. Nice. Warum kriegst du keinen Strom? Hallo? Ne, ich glaube, das war, also das hatte ich damals auch, glaube ich, auf dem Sega Mega Drive. Bejeweled? Okay. Ich glaube schon. Kann das sein? Stimmte das? Ach, andersrum wieder, ne? Vertue ich mich jedes Mal. Was ist denn Cooking for Blockheads? Wo habe ich's denn? Mist. Ist das blöde Buch? Wo ist das Buch? Da. Die ist schnell eingesagt. Ja, ja, was heißt eingesagt? Aber die brauchen wir jetzt kurz, ne? Nee, richtig. So, der Energy Acceptor kommt hierhin. Er ist verbunden. So. Da ist der Cooking Table. Ich brauche Terrakotta. Ich glaube, er ist kaputt. Terrakotta und Stone. Terrakotta kriegen wir hin, oder? Bestimmt. Und ja, das mit den Commands ist auch immer sehr interessant. Statt die erstmal fragen oder was sie wissen wollen, ne? Ja, ja, genau. Brauchen wir eigentlich nur noch ein Kabel und ein Display. Okay, was brauchen wir für den Waystone? Ein Warpstone? Und den brauchen wir... Vier Enderperlen, holy shit. Oha, ich habe gerade eine gesucht, das war schon krass. Oh, aber es gibt im Shop einen. Moment, das ist doch gut. Sie gibt unser Geld aus. Ich habe gar kein Geld mehr, wahrscheinlich auch, weil ich gestorben bin, wa? Scheiße. Ach, verliert man da das echt? Hast du noch Geld? Scheinbar schon. 2400 habe ich. Oh gut, dann such mal Waystone. Da kannst du nämlich dann vielleicht zwei holen oder so. Warum denn zwei? Bist du bekloppt? Da kannst du einen hier hinstellen und dann unsere neue Base. Hä? Schon mal im Voraus, bevor du wieder stirbst und alles verlierst? So, ja, ich hole erstmal einen.
Ich glaube, ich glaube, man verliert das doch nicht, oder? Ja, aber wieso habe ich denn 0? Ich hatte auch letztes Mal 0. Das ja, aber warum? Wo kriege ich das denn? Einfach Questbuch, oh, Job und dann einfach Way eingeben. Nein, du möchtest keinen Chance Cube kaufen. Muss ich noch Quests abgeben? Oh ja. Krieg ich wieder Geld gerade? Oh, ein Donut, nice. Was heißt denn, ist Global? Machen wir mal. Okay. So, warte, wo waren wir? Wir waren bei diesem wunderschönen Display und ich konnte gerade nichts bauen, weil mein Inventar voll war. Das heißt, ich mache halt so. Jetzt kann ich auch. Jetzt habe ich 2800. Brauchen wir noch irgendwas? Nein, es fehlt noch Quarz. Normales Quarz einfach? Ja, Zertus-Quarz. Wo ist denn nochmal Quarz? Haben die noch Quarz? Ich habe doch voll viel, da ist Quarz. Ach Mann, ey, sag das doch vorher. Ja. Vorher. Jetzt aber. Hui. Calculation-Prozessor kann ich noch nicht bauen. Warum nicht? Weil was ich fehlt dir? Pure Zertus-Quarz brauche. Huh. Und der muss erst wachsen, ne? Oh ja, der muss wachsen. Aber man kann zumindest schon mal hier so ein Terminal dran machen. Oh, schön. Man. Also Plan ist ja jetzt eh, dass wir alle Items auf die Festplatten legen und dann umziehen, ne? Ja, zum Beispiel. Also wir können den Dungeon natürlich noch clearen. Mhm. Ist ja eine coole Idee. Und dann können wir gucken, Junge. Alles vorbereitet und ich würde sagen, Dankeschön und bis morgen.